Herzlich willkommen in meinem Herzenwerk, Orakel. Ich bin die Roswitha und ich freue mich, dass du wieder da bist. Ich freue mich, dass du einschaltest. Und wenn dir mein Video gefällt, lass mir gerne ein Like da. Ich bedanke mich schon mal für die vielen Kommentare, die ich immer bekomme. Ich begrüße einen neuen Zuschauer. Ja, und danke auch für die Likes und Abos. Also freut mich immer sehr. Und heute ist mal wieder Zeit, beim Wunschpartner reinzuschauen, bei deinem Gegenüber, Partner, Wunschpartner, in der Liebe eben. Wir schauen mal rein, worüber macht er sich Gedanken, was fühlt er für dich und wie geht es zwischen euch weiter. Dazu habe ich hier das Gilded Reverie Lenormand von Ciro Marchetti. Und ich sage es immer wieder, es ist eine allgemeine Legung. Sie kann nicht auf jeden zutreffen. Du wirst es spüren, wenn es sich stimmig anfühlt, dann könnte es sein, dass es deine Legung ist. Wenn nicht, dann ist es auch in Ordnung, dann lass sie los und nimm dir unter Umständen das mit an Impulsen, was du mitnehmen möchtest, oder lass es los und dann bist du beim nächsten Mal wieder dabei. Na gut, dann schauen wir mal, was uns heute die Karten sagen. Wir schauen ja immer zum besseren Verständnis einer Situation. Ja, wir wollen verstehen, was da beim Gegenüber vorgeht, was in uns vorgeht, vielleicht was es mit uns macht. Es kann auch Hoffnung machen, kann Hoffnung nehmen. Deswegen guck da immer mit etwas Abstand auch drauf und lass es los, wenn du es geschaut hast. Und ja, vergiss das Real Life nicht. Aber du kannst eben die Energien hier nutzen. Oder auch nicht. Wir haben immer die Wahl. Auch dein Gegenüber kann Energie nutzen oder auch nicht. Das bleibt euch überlassen. Gut, dein Gegenüber, wenn er an dich denkt, was denkt er denn da? Okay, 1, 2. Also wir haben die Sense, die Lupe und den Park. Ja, die Sense ist ja immer Gefahr, Schock, etwas passiert plötzlich, ein neuer Abschnitt vielleicht, und mit der Lupe, da schaut er sich hier was genauer an, er überlegt sich vielleicht hier, wie er in einen neuen Abschnitt kommen kann, in eine Ernte womöglich. Die Sense ist ja auch die Arbeitskarte. Mit dem Park, da geht es ja um die Öffentlichkeit, ums Draußen, vielleicht auch ein Treffen, also vielleicht geht es auch darum, vielleicht macht er gerade einen Plan, sich mit dir zu treffen, oder was die Öffentlichkeit anbelangt, vielleicht geht es auch darum, ja, sein Innerstes, er schaut sich da irgendwas an, oder ja, sein Innerstes zu öffnen, also Öffnung, entweder er öffnet sich dir oder du ihm. Mit der Sense kann natürlich auch sein, dass es hier um Verletzungen geht. Vielleicht schaut er sich hier Verletzungen an, die in der Vergangenheit passiert sind. Also denkt er darüber nach und ja, möchte es dir mitteilen oder ja, legt es offen. Denkt er darüber nach, dir vielleicht seine Gedanken, seine Verletzungen mitzuteilen. Könnte auch sein. Also es ist eine allgemeine Legung. Er lässt gerade viel zu deuten übrig, würde ich sagen. Jetzt schauen wir mal weiter auf der Herzebene. Was fühlt er denn? Da haben wir schon 3. Okay. Oh. Der Schlüssel, die Mäuse und die Ruten. Ja, die Mäuse im Zentrum der Legung, da geht es ja um Kummer, Schwund, Verlust, etwas nagt an ihm, Zweifel auch. Der Schlüssel ist eigentlich die Erfolgskarte im Deck. Die, ja, also da öffnet sich was, da schließt sich etwas aus. Mit den Ruten allerdings scheint es mir da, als hätte es Streit gegeben oder Missverständnisse zwischen euch, die an ihm nagen. Und er sucht nach Lösungen. Also ja, er wünscht sich dir offenbaren zu können, aber irgendwie zweifelt er da dran noch, oder das nagt halt an ihm. Es geht nur nicht so, irgendwie das, ja, beschäftigt ihn, das macht ihn Kummer, also deutlich, ja. Und ich denke jetzt auch, dass es hier um verletzte Gefühle geht mit der Sense.
die er jetzt in Gedanken sich da anschaut. Vielleicht hast du ihm auch deine verletzten Gefühle offenbart mit dem Park eben, dass es, und er sich das jetzt erstmal genauer anschaut und bewusst macht. Kann natürlich auch sein, dass ihm das nicht bewusst war, dass ihn das aber schon, ja, vielleicht auch doch schon länger belastet und eben da Missverständnisse sind, vielleicht, also irgendwas ist da an Missverständnissen, Konflikten gewesen oder noch da, und da wünscht er sich eine Lösung, auch eine Öffnung. Also wir haben hier zwei Karten, die mit Öffnung zu tun haben, etwas öffentlich machen, etwas aufschließen, ja, also offenbaren. Jetzt schauen wir mal, wie geht es denn weiter zwischen euch? Die Tendenzen. Okay, dann haben wir den Mond, das Schiff und den Sarg. Ja, als Hauptenergie haben wir den Kompass. Währungskarte, die Lilien. Na wunderbar. Also, ja, Hauptenergie ist der Kompass in Bezug auf eine neue Richtung. Es geht hier um das Wachstum mit dir, Anziehungskraft, Familie, Sinnlichkeit, Romantik, Sexualität. Aber hier ist eine große Anziehungskraft und ja, es geht um Wachstum mit dir in eurer Verbindung, eine Veränderung, da wird eine neue Richtung eingeschlagen, seitens von dir oder von ihm. Vielleicht habt ihr beide euch im Verhalten verändert, und in der Tendenz habe ich jetzt hier den Mond, der ja für Gedanken steht, für Gefühle, Sorgen, Ängste, aber auch Wünsche. Das Schiff, Sehnsucht, Wünsche, Träume, Ziele, eine Reise. Ja, und da habe ich wieder eben den Sarg, wie ich gerade gesagt habe, es hat sich irgendwas verändert oder verändert sich gerade. Der Sarg ist ja auch die Karte einer Transformation. Etwas Altes darf abgeschlossen werden, etwas Neues darf beginnen. Vielleicht geht es auch darum, diese alten Verletzungen, verletzte Gefühle abzuschließen und da wieder in, ja, in neue Gefilde aufzubrechen, sich auf die Reise zu machen. Vielleicht ist es euer Prozess einfach, der mit dem Mond wird angestupst. Es geht hier um Gefühle, um die Psyche. Was nagt an mir? Vielleicht geht es auch darum, sich einander zu öffnen. Das ist ja auch ein wichtiger Prozess, also ein wichtiger Aspekt in einer Beziehung, dass man sich seine tiefsten Gefühle, Gedanken auch erzählen kann, dass da Vertrauen herrscht und ja, dass man daran arbeitet oder halt das, ja, die gemeinsame Reise, den Prozess, also da ja, sich auf den Weg macht. Und vielleicht auch um Aussprachen, ja, mit den Routen, das können ja auch Aussprachen sein. Die wünscht er sich definitiv, denke ich. Und ja, mit dem Mond, also es ist schon schwere Energie, ne? Also schwere Karte. Also es macht ihn wirklich sehr zu schaffen. Vielleicht kann er sich auch nicht so öffnen, ja. Welcher Mann redet schon gerne über seine Gefühle? Und das ist eine Herausforderung für ihn auf jeden Fall. Das nagt an ihm, aber da wird sich was bewegen. Vielleicht verhält er sich anders dir gegenüber, geht neue Wege, probiert was Neues aus, wie er auf dich zugeht. Ja, weil die Anziehungskraft ist da, ihr werdet euch nicht loslassen und da geht es weiter in eurem Prozess und da wird sich was verändern. Also sehr, sehr spannend, sehr, sehr schwere Energie, muss ich schon sagen. Aber es ist ja auch wichtig, dass man sowas nicht unter den Teppich kehrt und nicht verbirgt, nicht verheimlicht, weil das frisst einen ja innerlich sonst auf. Deswegen könnte es sein, dass da jemand auf dich zukommt und ja, sich dir öffnen möchte und dann ja, sei, wie soll man sagen, geduldig, nachsichtig, hör zu und ja, bleib im Vertrauen, bleib bei dir, wenn du schon,
wenn du schon so weit bist, dass du abgeschlossen hast, es kann ja auch sein, dann ja, lass dich drauf ein. Also es ist ja trotzdem wichtig, eine Verbindung, dass man sie gut abschließen kann für beide Seiten, ja? Und nicht, dass an dir nichts nagt und an ihm nichts nagt, wenn ihr getrennte Wege gehen wollt. Also das würde ich sonst immer wieder einholen. Und wir wollen ja auch kein altes Gepäck in eine neue Partnerschaft mitnehmen. Ja, deswegen, echt, das ist eine spannende Legung, schwere Energie, weil wir hatten das ja auch schon in der Wochenendlegung, dass es da um Entscheidungen geht. Also hier ja auch wieder Entscheidungen, auf welchem Weg macht man sich, ne? Wie geht es weiter? Neue Richtung, neue Wege. Spannend. Also alles Liebe für euch und bis zur nächsten Legung. Ciao, ciao.